Hallo meine Lieben, willkommen auf dem Kanal DIY Inspiration Koch und Backclub. Wie ihr schon hört, bin ich nicht Eva, sondern ich bin Mia und ich zeige euch heute ein super leckeres Rezept von einem Rucola-Mangosalat mit Honig-Senf-Dressing. Ich hoffe, es wird euch gefallen. So, das sind unsere Zutaten für den Salat. Einmal haben wir hier Rucola, das sind ungefähr 4 oder 5 große Hände voll. Dann haben wir Gurke, das sind ungefähr 100 Gramm, genauso viel wie Karotten. Die könnte man auch in Scheiben schneiden oder raspeln. Dann haben wir hier Kirschtomaten und eine Mango. Die verfeinert das Ganze. Die werde ich euch gleich zeigen, wie wir sie am besten zerkleinern für den Salat. Dann haben wir hier die Zutaten fürs Dressing. Das sind einmal Salz und Pfeffer. Das sind hier 8 Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel Balsamico. Davon kann man entweder schwarzen, wie wir hier haben, oder weißen nehmen. Dann haben wir hier einen Esslöffel Honig und wir haben einen Esslöffel Senf. Zu Beginn mischt ihr alle Zutaten, hier den Rucola, zusammen in eine große Schüssel. Dann nehmt ihr eine halbe Mango und schneidet ein Gitter hinein. Ihr müsst vorsichtig sein, dass ihr die Haut nicht aufschneidet. Denn danach könnt ihr die Mango einfach umklappen und die Stückchen in den Salat schneiden. Das gleiche macht ihr noch mit der anderen Hälfte. Nun bereiten wir das Dressing zu. Dazu vermengen wir alle Zutaten, die wir haben. Nun vermengen wir alles gut. Und würzen anschließend mit Salz und Pfeffer. Nachdem ihr das Dressing probiert habt und es euch schmeckt, könnt ihr es nun zum Salat hinzugeben und alles miteinander vermengen. So sieht unser fertiges Endprodukt aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Schaut doch mal auf dem Kanal vorbei. Tschüss!